Du müsstest mehr Gas geben. Ich. Ja, komplett nach vorne den Hebel. Leider vergeht es, sonst reiße ich ihn ab. Gut. Ein gutes Stück zurück. Ja. Irgendwie fahren wir voll rückwärts, ne? Mysteriöse Strömung. Volle Fahrt voraus. Wir rammen das Dock jetzt einfach, wenn wir da nicht anders reinkommen. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache Land, oder? So, jetzt hau ich den Rückwärtsgang rein, damit wir noch ein bisschen drehen. Ich schmeiß die Leine. Fahren wir noch? Ja. Aber langsam, ne? Ja, ist doch. Ich hab's schnell mal irgendwie. Perfekt. Muss ich da rüber? Ja, wir müssen auf jeden Fall mit dem Kran Container verladen. Der Kran wird wohl gesteuert. Irgendwo oben. So, ich lasse das Schiff jetzt auch einfach auf Vollgas laufen, damit uns das nicht mehr wegtreibt. Aua. Ja, genau, da wird er gesteuert. Das wird bestimmt auch witzig. Und ich weiß gar nicht, was wir wo wie machen müssen. Auf jeden Fall müssen wir Container irgendwo hinstellen, damit es weitergeht. Oh Gott, drei Hebel. Ja, und irgendwie müssen wir auf die Container, um das auch einzuhaken, glaube ich. Ich komme mal von dir da. Kann ich von dir da hinspringen? Mit. Ja, sieht so aus. Ich schau mal, was der Hebel macht. Einer fährt das Ding hin und her, einer hebt, denke ich. Und der andere bewegt den Arm auch nochmal hin und her. Hilfe! So, ich bin auf dem Container. Okay, das haben wir Ich habe halt nur noch gerade gar keine Ahnung, was wir mit den Containern machen, damit wir hochkommen. Gehen wir jetzt hoch oder runter? Eine verdammt gute Frage. Ich bin noch planlos. Shit. Shit, ich muss da wieder drauf. Also, dass wir die irgendwie übereinander stapeln müssen, ist Ah, einleuchtend, das aber funktioniert. wo kriegen wir den dritten her? Vom Schiff. Könnte gut sein, ne? Dass wir zwei Stück übereinander stapeln, da vorne vor den Treppen, da, und uns noch einen vom Schiff holen, oder sogar zwei, um uns eine Brücke darüber zu bauen. Wobei das Problem ist, wir kommen so einen Container nicht hoch. Ja, wir müssen von hier aus quasi springen. Damit man auf einem Container landet. Na gut, dann, steuer mal den ruhig, ja, so, dass ich das hier einhängen kann. Jetzt muss ich das auch noch alles per Hand einhängen. Ich drehe durch. So. Weiter, weiter, weiter. Das ist gar nicht so einfach. Wobei ich versuche dann erstmal die hier einzuhängen. Es kommt langsam, aber sicher. Ja, weil wir hier glaube ich schon festhängen mit den. Ja, fast getroffen.
So, der hängt schon mal mehr oder weniger. Das heißt, es steckt zu dir. Der auch. Jetzt weiter rüber Ja. hier. Okay. Shit. Auf jeden Fall schwebt er hier auf der einen Seite schon. Das ist schon mal korrekt soweit. Also noch weiter nicht. Das langt es von der Kette oder ein Stück weiter runter, da ist die Kette länger. Wenn ja, eventuell schon. Nur nicht zu tief, damit wir hinten nicht wieder aushängen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Das reicht, glaube ich. Scheiße. Sorry. X. Nee, Sorry. das war nicht deine Schuld. Ich bin weitergelaufen. Ich dachte, ich habe die Kette in der Hand. Das Aber. könnte Die funktionieren. Details von dem Ablauf in dem Spiel ist der Hammer. Das ist Wahnsinn, ne? So, dann versuch mal zu heben. Wunderbar. Tschüss, ihr Noobs. So, wo bist du hin? Wenn ich das Weißt du, was ich wüsste. glaube? Wir haben den Falschen aufgehangen. Weil? Ich glaube, der Orangene auf dem Schiff muss auf den Blauen. Nee, ich glaube, der Orangene auf dem Schiff ist der, der uns hilft, auf den Einzelnen zu kommen. Also auf den zum Beispiel, wo ich stehe, weil der nämlich nur halb so hoch ist. Okay. Ich würde jetzt sagen, heb mal höher, sodass wir vor die Treppe kommen. Über den Blauen quasi drüber weg. Okay, ich heb ihn hoch. Ja, weil wir müssen den hier quasi zuerst anheben, damit wir überhaupt irgendwie auf die Container kommen, um die einzuhängen. Glaube ich jetzt zumindest, dass das so halbwegs korrekt war. Und jetzt nach vorne, oder? Genau. Stopp, Stück zurück. Oh, das Wackelmännchen. Der Hund am Managen, yeah! Das sieht gut aus. Weiter, weiter, weiter. Nochmal davor. Ja. Ich Auf würde es jeden Fall. erstmal auspendeln lassen. Ja, das dachte ich auch, dass man weiß, wie weit man schon ist, oder? Ja, wir müssen eh vor dem blauen Container noch und dann den blauen hier draufstellen. Und dann holen wir uns noch einen einzelnen, den wir dann vor die beiden stellen und dann den halben, den wir da vorstellen, dass wir eine Treppe haben. Drei Stufen quasi. Ja, jetzt stoßen wir hier an. Oder zumindest beim Schaukeln knallen wir hier gegen. Aber müsste theoretisch passen, wenn wir. Ja, ein bisschen können wir, glaube ich, sogar noch. Kannst ja mal langsam Sicher. absenken. Ja? Oh, stopp. Jetzt bin ich gegen den Hebel gelaufen. Aber das sieht schon gar nicht schlecht aus. Wir müssten hier zwischenpassen, theoretisch. Würde ich jetzt mal so beurteilen, aus meiner Perspektive. Ja, das passt perfekt. So, dann hänge ich dir die aus. Wenn ich jetzt Auf nach runterfalle. Hamburg, wir fangen jetzt im Hafen an. Wenn ich jetzt runterfalle, ne, dann habe ich ein Problem. Obwohl, da müssen wir uns die Dann anderen kommen holen. wir da nicht mehr hoch. Ja, müssen wir uns die anderen vom Schiff dann holen, irgendwie. Das ist kein Problem. Du kommst dann auf den Kran oder ich komme mit dem Kran und hebe sich an der Kette fest. Oder so, genau. Alter, echt voll die Hafenarbeiter hier. Voll der Hafenarbeiterhund vor allem. Wir übernehmen jetzt den Hafen in Hamburg. Vor allem bei unserem Arbeitstempo, Alter, da können die aber mal gucken. So, jetzt sind alle Ketten ab. Jetzt den blauen hier drauf, würde ich behaupten.
Na, Shia, was los? Müde. Ich lock mich jetzt gleich. Okay, stopp, 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 zurück. Ja. Zu weit, oder? Ja. Quasi einen halben Container zu weit. Okay, Moment. Hebel anvisieren, jetzt. So. Weiter, weiter, weiter. Stopp! Jetzt müsste es. Er war, glaube ich, auch wieder schwer, weil er erstmal ein Stückchen ja stehen bleibt beim Losfahren, ne? Ja. Ich komme ein Stück tiefer. Dann sehen wir, wie die Ketten sind. Ja, und. Okay, ja. Und wieder ein Stück zu dir. Okay. Das ist gar nicht so ohne, ey. Und wenn. Versuch nur mal so einen kleinen Tick zu machen erstmal, dann ja. Kriegen wir es vielleicht irgendwie. Achtung. Ja. Da müsste ich langsam bewegen, oder? Ja, stopp mal. Das ist schon wieder zu weit, glaube ich, oder? Aber könnte vielleicht passen. Dann heb mal an. Jawohl. Dann hänge ich nämlich erst die Ketten hier wieder ein. Stopp! Und. So ein Stück auf der Seite, dass die oben liegen. Ja, also ein Stück von dir aus nach links rüber, dass die noch ein bisschen herkommen. Damit ich hier nicht runterklatsche beim Angrabschen. Genau, Richtung Schiff. Jo. So? Ja. Guck mal, dann hängen die sich doch schon beinahe alleine ein hier. Aber auch nur beinahe. Das ist Skin. Weiter zum Schiff. So, einer hängt. Wir hängt. Der hängt auch. Hängt zwar dann in verschiedenen Ösen, aber ist egal. Gut, dann noch weiter zum Schiff. Kommt. Und sobald du siehst, dass der sich hinten irgendwie anhebt oder so, noch ein bisschen runter dann. Also, der ist unten schon so 10 cm in der Luft. Ich komme jetzt ein bisschen tiefer. Jo, dann werden die Ketten nämlich wieder länger. Fast runtergefallen. Okay. Reicht das schon? Ich kann ein Stück zum Schiff. Passt. Sind lang genug. Okay. Nein, nein, nein! Hängst du noch dran? Ich häng noch dran, ja. Wird aber nicht viel bringen, oder? Ich glaube. Müsste euch nur anheben. Drei hängen. Er müsste auch angehoben werden können. Auf den gelben setzen, oder? Ja, wenn das passt, dann gehe ich mal ab. Ja, wobei der hier hängt noch nicht, aber der wird wahrscheinlich einrasten. Jetzt bin ich gespannt. Problem ist nur, ich muss da irgendwie hoch, weil irgendeiner muss die Ketten eventuell aushängen zur Not. Wenn sie das nicht von alleine tun. Aber wir probieren es erstmal so. Dreie hängen wirklich. Ey, wie geil ist das denn? So, und auf den kommt man nämlich so drauf. Perfekt. Und den stelle ich jetzt auf den anderen hinten drauf, oder? Jawohl. Boah, das klappt hier. Ja, ich komme ein bisschen dirigieren. Und wir müssen auf jeden Fall noch zwei Container verladen. Den halben und noch den ganzen. Alter, da haben die aber auch. Hätte auch gereicht, wenn man drei verstellen muss. Schaukel, schaukel. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Von der Mittigkeit her. Jetzt musst du noch weiter Richtung
den gelben Container fahren, also von dir Ja. weg. Und Käfer. Im Grunde kannst du ihn eigentlich, wenn er am halbwegs gut gependelt ist, einfach absetzen, ja. Moment. Ich hoffe, dass ich das getan So kriege. wie jetzt zum Beispiel. Ja, nee. Wieder anheben. Oder du schiebst ihn noch ein Stück Richtung der Treppe. Ja, genau, das sieht schon gut aus. Da dürfte der nicht runterfallen. Das war ja mal richtig cool. Jetzt musst du nur gucken, dass du die Ketten ausgehangen kriegst. Wenn uns einer zuguckt. So, bin ich mal gespannt, ob die sich von alleine aushängen, irgendwie. Hinten start schon. Im Grunde ja, wenn eine Seite raus ist, dann müsste die andere ja auch rausgehen. Jo, oh, du schiebst ihn runter. Eieieiei. Eieieiei. Nein! Er hängt an einer Kette nur noch. Kriegst du den wieder zu dir gezogen? Dann könnt ihr auch wieder draufklettern. Kommen wir da nicht von dem Schiff auf den Blauen, von dem Blauen aus den Gelben? Und den Orangen vom Schiff durch versetzt auf den Gelben setzen. Nee. Nee. Von dem Bug vom Schiff. Schaffst du, glaube ich, nicht den Spitze. Sprung. Auf dem Plan. Oder? Oh, doch. Und von dem dann auf den gelben und auf den gelben durch diesen orangen vom Schiff Dann kommst du nicht mehr versteckt hoch. worden. Achso, du Ja, meinst so, auf dem. hier so versetzt drauf? Genau. Da, wo du bist, fängt dann der orangen an. Kann man probieren, ja. Ist auch wieder eine konventionelle Lösung, bevor wir aber jetzt noch 3 Stunden Container verladen, ne? Gut, dann hänge ich, versuche ich mal das Seil auszuhängen. Aua. Hoch. So. Musst du auf jeden Fall eine ganze Ecke jetzt zu dir. Ja, sehe ich gerade, mache ich gerade. Na, komm schon. Ja, das ist gar nicht so einfach. Es ist, ich glaube nicht, dass das nicht einfach ist. Ja, das sieht gut aus. So kriegst du ausgehangen, oder? Hoffe ich doch. Ist ja schon schwer, die Dinger da einzuhaben. So, ist raus. Okay, Okay, dann auf zu geht dem das. Orangenen. Ich hoffe bloß, dass man den auch nehmen kann. Ja, kann man. Garantiert. Die sehen so aus, als könnte man sie nicht nehmen, aber ich behaupte 100% ja. Weil sonst wüsste ich wirklich nicht, wie alle Personen darüber kommen sollen. Ja, stopp. Noch etwas von dir weg. Jawohl, ich taumel zu dem Hebel.
frag mich, wie das allein gehen soll. Also muss man ja hin und her rennen. Ja, in der Tat. Wobei halt, ich glaube halt wirklich, dass das nicht dafür gedacht ist, dass man das alleine schaffen soll. Gut, das dürfte schon reichen. Und jetzt runter. Naja, gar nicht mal. Ich hänge die jetzt hier wieder ein. Ja, aber ich muss runter, weil der ist länger als die anderen. Damit die Ketten spannen. Dass die Ketten länger werden. Nach, ja, wenn ich die hier eingehangen habe. Ja, ja. Geh da. Geh doch da. Vor allem, wenn ich heben wir einfach gleich das ganze Schiff aus dem Wasser. Kein Problem. Ja. Okay. Ja, und jetzt geh da rein, du Oller Misthaken. Verdammt. Aua. Ich gehe ja weiter runter mit dem. Da hast du nicht so Spannung auf die Ketten. Ja, genau, das wäre gerade tatsächlich doch hilfreich. Und eventuell kann ich die jetzt hier von der Seite einhängen. Nee, schade. Hallo Michelle! Einen wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Welch später Besuch. Jetzt brauche ich den noch hier. Hallo Michelle. So, dann hüpfe ich da nochmal hoch. Meine Güte. Bleib doch oben, du Hund. Ja, oh. Geht da rein, ich sehe es nicht. Jetzt sehe ich wieder was. Ich glaube, der ist drin. Okay. Und jetzt mit dem auch nochmal. Kannst du ein Stück anheben? Ja, Moment. Muss ich an den anderen Hebel. Jetzt sind die doch sehr lang. Nicht gut und dir bzw. euch. Ja, uns geht's gut. Reicht? Verdammte Axt. Das ist doch knapp. Was dreht denn der sich die ganze Zeit? Du oller Misthaken. Ja, da drin. Sauber. Und anheben. Das war Taktik. Oder beziehungsweise einfach nur links rüber, dann flutschen sie ja auch rein. Warte. Sind sie drin? Ja. Sie kann so schlafen. Ja. Okay, dann gehe ich nach links. Ich wollte gerade sagen, das ganze Schiff bewegt sich, aber das war der Kran. Okay, und jetzt müssen wir wieder ein Stück runter. Runter und, oder beziehungsweise vorher noch nach rechts, also noch weiter nach links. Na gut, obwohl die hängen noch, das ist gut. Na, also. Ärmchen hoch. Kannst du hier noch ein Stück rüberkommen? Ja, wenn ich diesen. Jetzt habe ich einen Hebel. Sehr gut, ja. Oh, schade, der saß schon fast. Cool.
Cool, einfach nur cool. So. Und den kriegen wir da auch noch hin, wo er hin soll. Dö. Das wird schon. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Na komm schon. Flutsch rein. Nein. Na wieder raus. Ja, und auf geht's. Erst anheben. Ich hab den erst gerade gemacht, jetzt hebe ich ihn hoch. Ach so, okay. Nicht, dass es den schief zieht. Ja. Hauptsache, die Haken fallen nicht wieder raus. Gucke mal, wie der fliegt. Gott sei Dank geht der ab. Yay! Wie die So. kleinen Kinder. Freuen Sie sich. Großes geschafft. Ja. Ich fahre Montag erstmal zum Hamburger Hafen und sage, ich will Containerkran fahren. Ich habe das gelernt in so einem Spiel. Ich habe das schon mal gesehen. Wir haben einen hochwertigen Simulator absolviert. Ja, absolut hochwertig. Unter Einsatz und meines Hundelebens. Ich schaukel Sind hier mal einige nicht drauf rum. gegangen. Ja. So, oder? Das könnte gut aussehen. Dann Richtung Treppe. Jawohl. Was hast du heute gemacht? Kran gefahren. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich hab den. Du, am Bett ist ein Ladekabel, also nimm das. Was ist das kaputt? Am Bett ist ein ganzes. Ja, schon da ist danke. Ich fahr zu weit, oder? Ja. Obwohl. Lass ruhig so runter. Okay. Das kann nicht schaden, vielleicht. Dann kippt er uns nicht irgendwie weg. Ja, ich tue nur ein bisschen runter, dass ich schon wieder angekommen. Weil ich diesen Bob wieder treffe. Jetzt. Und? Ja, warte, ich gucke mal. Kannst du so hängen lassen? Komm rüber. Von dem Boden kommt man nicht auf den Plan, oder? Man muss das Schiff. Muss auf das Schiff. Okay, dann auf den Weg. Ich habe was fliegen sehen. Wo? Seitlich. Aber der Delay ist jetzt nicht mehr so schlimm. Nicht mehr so doll? Nee, ich habe ja jetzt auf dem Rechner gesehen. Ich bin noch gar nicht Was war das denn? Und weg bin ich. Ah, ich wollte dich gerade retten kommen. Wo Ach, bist du? da, ich denke, das war ein Flug, was Jetzt kostet. back ich hier runter. Na, ich will hier oben bleiben. So. Bong, Alter, wie sich das anhört, wenn man sich den Kopf hier stößt am Container. Er muss einfach nur hochspringen und dann daran. Sonst reicht das leider nicht.